Moin Leute und herzlich willkommen. Heute habe ich einen neuen Job für euch, den Mechanikerjob, den Elektrikerjob, ja. Und ja, ich würde sagen, wir werden den einmal ausprobieren. Hier drücken wir einfach E und dann geht's auch schon los, ja. Dann steigen wir einfach hier ein und fahren zum ersten Point hin. So sollte man auf jeden Fall nicht fahren. So, da sind wir dann auch schon. Gut, wenn wir jetzt hier angekommen sind, müssen wir natürlich, wenn wir jetzt sagen, jo, wir wollen das Ganze ohne Werkzeug starten. Funktioniert das Ganze natürlich nicht. Wir müssen das immer in dieser Reihenfolge hier machen. E drücken am Fahrzeug, dann ja, holen wir unser Arbeitswerkzeug raus, ja. Und dann gehen wir einfach hier hin und dann startet sich auch schon so das kleine Minigame hier. Zack. Und wir sind fertig, ja. Noch ein wenig rumschrauben da. So, Job beendet und wir wurden auch ausbezahlt. So, dann würde ich sagen, fahren wir auch zurück. Beziehungsweise hier ist das Gute dran, ihr könnt jetzt einfach zum nächsten Point fahren. Weiter und so fort. Beziehungsweise, jetzt haben wir hier zwei Points, okay. Das hatte ich auch noch nie. Okay. Werkzeug raus. So, machen wir nochmal das Minigame. Zack. Dann kriegen wir hier auch wieder eine Auszahlung. So, jetzt aber. Wenn wir jetzt wieder einsteigen, dann fahren wir zum nächsten Point. Ja, ne? Und der ist jetzt auch für uns ganz gut, ja. Dann haben wir 3000 Mücken gemacht in nicht mal 5 Minuten. Das lohnt sich ja. Zack. Koffer. So. Ah, da haben wir verkackt. Der verkackt. Jetzt aber. Ja, so schnell kann man Kohle machen, ne? Gut, dann würde ich sagen, fahren wir zurück. Denn bei vielen Scripts ist das ja immer so, dass die Fahrzeuge nicht wirklich wegspawnen. Hier ist das halt zum Glück so, dass das Fahrzeug dann nach Job beenden dann auch wegspawnt. Somit kann ich das jedem ans Herz legen, den Job einfach mal auszuprobieren. Ansonsten halt eben nicht. Ist wie immer euch überlassen. So, fahren wir zurück.
Ja, so muss man Auto fahren, ne? So, wenn wir dann angekommen sind, können wir natürlich wieder ganz normal aussteigen und wenn wir jetzt hier G drücken, ja, dann ist das Fahrzeug dann auch weg. So, kommen wir noch mal zur Karte. Ja, wenn wir jetzt hier sind, haben wir hier einmal so einen Job und wir haben hier unten noch einen. Der versteckt sich jetzt hier drunter, ja. Ist natürlich auch der Job. Können natürlich noch mehr hinzufügen. Das heißt, ihr könnt auch hier oben halt noch einen oder hier, je nachdem. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zur Installation. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Beziehungsweise sind das heute drei Links, die wir brauchen, die einmal herunterladen, dann müssen wir das Ganze entpacken. Sollte minus Main oder Master noch hinterstehen, das muss natürlich weg. Es muss genauso aussehen wie hier. Gut, als nächstes machen wir uns hier einen Jobordner und gehen dann in diesen Ordner rein und ziehen einfach diese drei Ordner in den Ordner hier. Ja, einfach so zack, reinziehen, fertig aus. Danach gehen wir zurück und müssen in die Server CFG, weil wir da noch alles starten müssen. Da macht ihr das Ganze dann auch hier einfach in Search. Leerzeichen und den kopierten Ordnernamen dort eintragen. Dann müssen wir das Ganze noch speichern mit Steuerung und S. Ja, übernehmen, Server neu starten und wir können loslegen. Gut, dann gucken wir uns nochmal die Config an. Das Ganze ist schon auf Deutsch übersetzt. Ja, kann ich euch hier unten zeigen einmal. Einmal hier für so die englische Version und hier einmal für die deutsche Version. So, hier können wir die ganzen Koordinaten sehen. Beziehungsweise hier können wir auch noch mehr hinzufügen. Einfach wieder eine Zeile kopieren, einfügen, neue Koordinaten rein und dann habt ihr wieder eine mehr. Hier können wir das ganze Notify-System bearbeiten. Das heißt, ich habe in meinem Fall okay, Notify. Wenn ihr jetzt ein anderes habt, dann müsst ihr das Ganze auch noch für euer Notify anpassen. Hier, wie gesagt, haben wir ja zwei Points, wo die Spieler hingehen können, um sich den Job zu holen. Das heißt, wenn ihr noch einen haben wollt, dann kopiert euch das Ganze hier raus, fügt das hier wieder darunter ein, wie es hier schon ist, ne? Und dann habt ihr drei und dann vier, fünf, sechs oder sieben. Ne? Gut. Hier haben wir die G-Taste, ja, die können wir natürlich auch halt uns anpassen. Wenn ihr es halt auf E haben wollt oder auf Z und so weiter und so fort. Wenn ihr das Minigame jetzt nicht haben wollt, stellen wir das Ganze hier auf False. Wenn ihr es haben wollt, auf True. Ja. Dann haben wir hier noch eine Time. Hier steht das Ganze auch nochmal ein wenig beschrieben für euch. Und hier haben wir natürlich die Möglichkeit, das Kennzeichen zu ändern. Hier haben wir die Möglichkeit, wie viel der Spieler pro Reparieren so bekommen kann, ja. Und hier können wir entscheiden, ob es halt Bargeld sein soll oder es soll Sparkassengeld sein oder schwarzes Geld, ja. Und hier können wir natürlich noch die Sprache umändern. Wenn ihr es gemacht habt, dann müsst ihr das Ganze hier noch speichern und schließen und wieder hochladen. Gut, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video so weit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.